Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Video mit der Präsentation der Oberbürgermeisterkandidaten für Rostock im Jahr 2019. Mein Name ist Markus. Ich bin eine Computerstimme und werde die Texte der Präsentation vorlesen. Vorstellung des Oberbürgermeisterkandidaten von den Linken Steffen Bockhahn. Er will sozial sein. Das gelte beispielsweise in Bezug auf die Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr. Schwerpunkte will er auf die Schaffung von Wohnraum, den Abbau sozialer Spaltung oder den Ausbau der Schulen legen. Er fordert einen Rechtsanspruch nicht nur für Kita und Krippen, sondern auch für Hortplätze. Vorstellung des Oberbürgermeisterkandidaten von den Grünen Uwe Flachsmeier. Er will als OB gemeinsam mit allen Rostockern die Chance nutzen, die Stadt grün, modern und sozial zu gestalten. Seine Vision für die nächsten Jahre ist, dass Rostock 2025 eine grüne Stadt am Meer sein soll, in der Menschen aus einem großen Angebot an bezahlbaren Wohnungen frei wählen können, in der man stressfrei auch ohne Auto quer durch die Stadt reist, alle Schulen saniert und modern ausgestattet sind und in der ein vielfältiges Angebot an Kultur die Lebensqualität bestimmt. Klimaschutz mit grünen Naturachsen und das Abschalten des Steinkohlekraftwerks sowie nachhaltige Mobilität sind für den 51-Jährigen die originär grünen Themen. Oberste Priorität haben dabei die Förderung von Bus und Bahn, Radverkehr sowie Carsharing. Vorstellung des Oberbürgermeisterkandidaten von dem Wählerbündnis Unabhängige Bürger für Rostock, UFR, Dirk Zierau. Er ist Jurist, ausgewiesener Verwaltungsexperte, unbescholten, moralisch einwandfrei und unbestechlich. Bevor er in die Stadtverwaltung wechselte, war er Geschäftsführer der Kommunalberatung Kubus in Schwerin. Er will, dass Rostock schuldenfrei bleibt. Vorstellung des Oberbürgermeisterkandidaten von der SPD Dr. Chris Müller von Writtsch-Rykowski. Er ist ein fachkundiger, zupackender und verlässlicher Finanzsenator und wurde in Gera geboren. Seit 1988 lebt er in Rostock. In dieser Stadt hat er Jura studiert, promovierte zum Umweltrecht und arbeitete anschließend für das Land im Finanz- und Steuerbereich. Ab 2007 war er im landeseigenen Betrieb für Bau und Liegenschaften, BBL, für die Bereiche Personal und Finanzen zuständig. Vorstellung des parteilosen Oberbürgermeisterkandidaten Klaus Ruhe Matzen. Er wird von der CDU und der FDP unterstützt. Hintergrund der Kandidatur sei, dass es richtig viel zu tun gibt in der Hansestadt, die in den vergangenen 14 Jahren vom parteilosen Roland Mittling geführt wurde, sagt Matzen. Mittling hatte die Stadt mit mehr als 210 Millionen Euro Kassenkredite übernommen und die Zeit genutzt, diesen Schuldenberg vollständig abzubauen. Matzen möchte dies zwar als gute und richtige Arbeit, aber nicht ausschließlich als Verdienst betrachten. Es ist ein Trugschluss, dass wir nun eine heile Welt haben, verweist er auf den teils indiskutablen Zustand von Straßen. Das fehlende Radwegenetz, Probleme im Wohnungsbau oder die unzureichende Digitalisierung in Schulen. Da blieb viel zum Schuldenabbau liegen. Dieses Video soll die präsentierten Personen nur kurz vorstellen und keine ausführliche Reportage sein. Umfassendere Informationen erhalten Sie natürlich in den lokalen Medien. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und sage Tschüss.